Liebe, liebe Leute, willkommen bei Getting Over It, das Ausrasterspiel des Jahres 2017. Wir lehnen uns zurück und ihr schaut ganz gut zu, wie ich wieder heute austick. Jawohl, willkommen zu einer neuen Folge von Getting Over It. Oh Mann, hör auf, Dennis, alter Schwede. Du klingst ja wie so eine kaputte Klospülung. In diesem Sinne, Freunde, hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von Getting Over It 2. Jawohl, das, wie ich eben schon erwähnt habe, das Ausrasterspiel des Jahres 2017. Aber neues Jahr, neues Glück, Freunde, also von daher. Lass uns den Scheiß einfach gleich mal hier starten und mal gucken, wie weit wir kommen. Jawohl. Ich habe ja auch eine nagelneue Technik vor allem. Ich hoffe, das Video von GTA gefällt euch, Freunde. Also wie gesagt, wenn euch das gefällt oder sowas, nicht vergessen, wenn ihr mich unterstützen wollt, Daumen immer nach oben, den Button drücken. Immer Daumen nach oben drücken. Immer Daumen nach oben drücken. Oder abonnieren. Ne? Also, ich habe auch ein neues Laptop, Freunde. Also, der frisst wirklich alles. Nicht so wie mein Alter. Bei dem musste man wirklich auf Krampf spielen, auf mittelmäßige Einstellung. Grafik einstellen. Und hier halt, das ist alles auf Extrem, also das Ding schluckt alles. Das ist ein Schlucker, ja. Jawohl, aber gut, wir wollen ja nicht so lange rumschnacken hier. Wir legen jetzt einfach mal los hier. Und ja, wir halten schon mal den Hammer nach oben, bis Thor uns gleich mal ein Zeichen gibt. Ey Leute, ich hab keine Lust. Ich habe wirklich keine Lust. Ich kann nichts garantieren. Auch wenn so schön die Sonne scheint hier im Hamburger Hafen, aber Freunde, wenn ich austicke, dann ticke ich aus. Also, na gut, lass uns einfach mal loslegen. So. Das kennen wir ja schon alles hier. Ne. So. Halle hopp, alle hopp. Alle hopp, alle hopp. Ach, übrigens, Freunde, was ich heute entdeckt habe, es gibt jetzt offiziell ein Release-Date von Slenderman. Der kommt nämlich ab 17.05. in den Kinos. Also, ich habe mir schon den Trailer auch mal angeguckt. Der ist richtig hart, ist der. Also, der ist richtig geil. Kann ich garantieren, Freunde. So, und mal hoch jetzt hier. Oh, das klappt doch schon auf Anhieb fast hier. Jawohl. Sauber. Gut. Ich bin doch etwas sehr, sehr gut gelaunt heute. Wenn ich jetzt schon zwei Aufnahmen von einem Tag mache, Freunde. Aber gut, Sonntag. Vor allem, ich will nachher noch mal kurz raus da. Noch mal ein bisschen mit dem Hubschrauber rumfliegen. Ne? Ich habe ja so ein RC-ferngesteuerter Hubschrauber. Die gerne mal fliegen. Und zwar aufs Maul. Was sammelst du da? Halt deine Fresse. Habe ich gesagt, Arschloch, mach dein Maul auf oder was, Ziegenbart? Also, mein Kopf zu. Halt die Schnauze, Alter. Kannst deine Gebete nicht in der Kirche machen oder was, du Hansel? Du sollst aufhören zu labern, sondern einfach da oben hoch. Sprengen. Du Krücke. Ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Alter. Ich sehe schon kommen. Ich werde auch noch ausflippen. Ich werde noch ausflippen. Aber Freunde, lehnt euch zurück. Ihr habt was zu lachen. Ihr habt was zu lachen. Kommt mal. Ich werde mich so gut beherrschen, wie es geht. Aber gut. Lass uns jetzt mal hier raufkommen. Zack. Und hoch da. Sauber. Oben angekommen ist immer gut. Hallo, du hast kein Rückspiegel. Was guckst du da hinten? Der Stein tut dir nix. Der steht nicht auf dich, du Sack. Oh, lass dich fallen, bitte. Ah, scheiße. Ah, ich wollte eigentlich, ja, so nicht, aber so zum Beispiel. Ja, genau, so schon mal gut. Das fängt da auf jeden Fall schon mal gut an. Was mich noch am meisten aufregt, ist das Ding da oben. Da bin ich zwei Öllampen an der Wand. Da flippe ich immer gerne mal wieder aus. Obwohl, vorgestern, Freunde, da habe ich auch mal kurz mal gezockt da und oben angekommen, bin ich mal nicht runtergefallen, aber ich bin rübergekommen. Und dann ganz plötzlich hat er wieder einen Rückwärtsgang angelegt und dann ist er wieder da ganz unten in den tiefsten Loch des Arschloches im Boden gelandet. Naja. Ja, lass, ach, ja. Na gut, so, genug gesabbelt. Komm, Junge. Ich weiß, wo du wohnst.
Langsam, 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 ganz langsam, ja, ganz, ganz langsam. So, braves Tier, ja, braves Tier, bist du ein braves Tier, ein braves Tier, bist du ein braves Tier, aber ich sehe schon kommen. Oh, wir sind drüben, das ist schon mal gut. So, und hier beginnt der nervigste Teil, jawohl, mein Lieblingsloch. Da, ja, braucht man eine Anti-Aggressionstherapie für dieses Spiel, aber eigentlich eher weniger. Oh Gott, komm, 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 komm. Langsam, Junge. Langsam, 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 langsam. Hopp. 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 Nein. Ja. Nein. Hoch. Du sollst doch hoch, du Arschloch. Spaß dich, Alter. Nur wie der hockt, Alter, wie so ein Esel, ey. Blond Pfonde blotzt du. Meine Fresse. Ich weiß, wo du deine Haare hast, ey. Im Suppentopf da. Meine Fresse. Komm, das ist eben auch geschafft, mein Junge. Ja, ja, nein, nein! Kacklusti! Schimmelpilzgesicht! Dreckiger Schiff, du Alter! Hoch jetzt da! Kotzfleisch! Was guckst du da hinten? Guck nach vorne, wo du deinen Hammer hast, Alter. Meine Fresse. Mein Gott, du Hackfresse. Jetzt sitze ich da hin jetzt, Mensch. Hin jetzt, da. Oh. Freunde. Das wird heute nicht gut gehen. Was? Du spastischer Wurm! Leck doch Lippe am Flipper am Wasserloch! Alter! Mann, ey, diese Maus nervt mich auch ein bisschen. Und auch Platz hier. Ich brauche Platz hier, ohne Ende. Dieser scheiß verfickte Glastisch hier. Der geht mir langsam wirklich sowas von auf den Piss. Freunde, meine ganz liebe Frage. Wenn ihr einen Schreibtisch oder sowas übrig habt, sei es egal, wie alt das Ding ist oder so, mein Gott. Ich kann das Ding ja umlackieren und ein bisschen umbauen, weil ich habe hier noch ein Mischpult hier stehen, Freunde. Ich würde das Ganze hier mal ein bisschen vergrößern. Und dann würde ich mal im Frühling, beziehungsweise so März, Ende Februar, März, nochmal eine kleine Roomtour machen hier. Dann wird ihr auch sehen, dass es viel, viel geräumiger ist. Wie gesagt, neue Sachen gibt es hier. Ne? Und ja, wenn ihr, wie gesagt, einen Schreibtisch überhaupt mir einen spenden wolltet, dann... Schreibt mich gerne privat an und dann schnacken wir nochmal. Das wäre richtig geil von euch, Freunde. Ich denke mal, ihr kennt das sicherlich auch, wenn man da am Platzmangel leidet da und man hat keinen Freiraum. Man braucht einen Freiraum zum Produzieren und so. Ne? So, aber nun, ein Versuch noch. Entschuldigung, dass ich eben so geschrien habe, Alter. Das ist doch... Ich habe euch vorgewarnt. Ich habe euch vorgewarnt, Freunde. Ich habe euch vorgewarnt. Dieses behinderte Spiel, ey. Das ist doch was für ein Grießbrei-Scheißer, ey. Meine Fresse, ehrlich, aber ich würde mal sagen, ich mach gleich aus, weil ich habe wirklich keine Lust mehr drauf. Na? Dann werde ich mir mal überlegen, was ich sonst noch für eine Folge mache. Ich könnte ja mal eine Savage-Folge noch machen, Freunde. Wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schreibt mir das in den Kommentaren rein, was ich noch so irgendwie machen soll. Na? Wow, das Lied ist gut. Da, hoch da, du Arsch, du, sonst hau ich dir in die Fresse, nein. Hoch da, du Arsch, hab ich gesagt, sonst hau ich dir wirklich die Fresse ein. Wir sind wieder oben, la 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 la. Oh, oh, Mann, du Stecherwurst, Alter, hoch, hallo, Stecherwurst. Ja, Stecherwurst, Alter. Du sollst da hoch, du Arschgesicht. Oh, upsi du. Das Lied ist cool. Es gefällt mir. Das klingt fast wie so ein Weihnachtslied. Hallo. Hallo. Mano. Oh, jetzt geh hoch da, du Hurensohn, ey. Alter, Entschuldigung, muss ich mal gesagt haben. Das kann doch nicht angehen, ey.
Meine Fresse! Upsidubidu! Das Lied ist cool. Upsidu. Das passt irgendwie. Das passt irgendwie. Ups, ich bin jetzt runtergefallen. Eine tolle Wurst. Komm, Alter, bitte. Jetzt krieg ich hier gleich Schwitzige. Hände, Mann, das kann doch nicht angehen, ey. Wieso komm? Was ist das hier, ey? Was ist das? Upsido. Oh, Dobido. Ich hab dich gar nicht lieb, du. Ich hasse dich, du. Ich, du. Ich hasse dich. Wut und Hass steckt die schwarze Seele. Ich weiß, wo du wohnst, du Arsch, wenn du da jetzt nicht hochgehst. Ey. Freunde, gibt's das eigentlich auch für Smartphones? Ich werde das garantiert nicht runterladen dann. Weil er landet das Telefon nämlich an der Wand. Oh Mann, oh! Oh Mann, du Scheißhaufen, Alter. Das kann doch nicht angehen, ey. Das kann doch einfach echt nicht mehr angehen. Oh! Kackwurst! Oh, Helmut. Hoch da jetzt. Mein Gott. Du Scheißhaufen Kacknack, die Kuckuck geschickte Mensch! Du Chicken Ficken Mann! Himmelarsch! Du fette Sau! Mann, ey! Du Käsekopf, ey! Aber immerhin, Freunde, wir sind oben, wir bleiben oben, wir fallen nicht mehr so leicht runter. Aber dann ist halt die Schnauze. Mal den Teufel nicht an die Wand. Das Spiel macht echt einen so sauer, ey. Ich ver... Alter! Mann! Gibt's doch nicht! Ja, doch bei Roller. Ha. Roller kriegt man auch nicht alles. Mit Fresser komm. Hackfresse, Alter. Oh. Ich hoffe, das ist irgendwie gar nicht zu langweilig, Freunde. Aber ihr habt doch euren Spaß da auf der anderen Seite. Ihr könnt lachen. Ja. Das ist doch einfach zum Kotzen, ey. Wieso kommt man hier? Da? Oh Mann! Hurensohn! Amen. Das gibt's doch nicht, ey. Muss man hier motzen oder was? Hallo, Junge! Also ich versuche es noch einmal, Freunde, und dann mache ich lieber aus. Ist besser. Ist wirklich besser. Ansonsten ist hier gleich Achterbahn, ey. Das kann einfach nicht angehen. Oh, oh, Mann, bleib doch mal ruhig, du scheißbehindertes Noob-Ding, Alter. Mann, Kackwurst, ey. Junge.
okay, alles klar, Freunde. Ich bin raus. Leck mich am Arsch, ey. Was für eine Fick-Scheiße hier. Das kann ja wohl nicht angehen, Alter. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ja, also macht's gut, Freunde. Halt die Ohren steif. Ciao, euer Dennis. Ich bin raus hier. Bye, bye.